Nachdem mein letztes Thema Holzhackschnitzel für doch sehr viel Diskussionsstoff gesorgt hat, möchte ich hier in meinem Video über verschiedene Pro und Kontras und auch unsere bisherige Einschätzung berichten. Ja, also es ging schon relativ heiß her. Viele Meinungen, ganz klar. Natürlich Leute, die mit Sicherheit auch die Hackschnitzel selbst schon probiert haben. Andere Leute, die von der Lösung zunächst erstmal begeistert waren. Also Pro und Contra. Es gab auch Aussagen, die mich wirklich etwas beängstigt haben. Wie zum Beispiel, dass ich so einen Span in den Ballen bohren könnte und dann ernsthafte Folgen für das Tier haben könnte. Das ist natürlich mit Sicherheit nicht das, was wir erreichen wollen, ganz im Gegenteil. Deswegen habe ich hier zunächst einmal einen Selbstversuch gemacht und bin einfach mal barfuß über die Holzhackschnitzel gelaufen, um selbst ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das anfühlt. Und wenn ich davon ausgehe, dass also der Fuß des Menschen mit Sicherheit etwas empfindlicher ist, da er ja eigentlich in der Regel nur mit Schuhen rumläuft, fand ich ehrlich gesagt, außer dass es relativ kalt war, fand es relativ angenehm. Also nicht, dass irgendwas gepiekst oder gestochen hätte. Nee, man fühlt sich eigentlich so wie so ein bisschen auf Watte. Natürlich, wenn zwischendurch mal ein etwas größerer Klotz kommt, fühlt man dann natürlich schon einen kleinen, ja, Schmerz ist vielleicht übertrieben, aber einen leichten Druck. Aber sonst bin ich also ehrlich gesagt sehr positiv überrascht gewesen. Ich habe auch mal ein Slow-Motion-Video gedreht, wie unser Pidgey über die Holzhackschnitzel trabt. Und ich denke, auch da sieht man, dass die Wahrscheinlichkeit, dass also so ein Holzhackschnitzel nach oben steht und den Ballen verletzen könnte, doch relativ gering ist. Also ich habe für mich jetzt damit abgeschlossen und denke, das müsste also schon wirklich sehr unglücklich sein, wenn dieses dann wirklich passiert. Das nächste, was auch angesprochen wurde, ganz klar, ist das Abäppeln auf den Schnitzeln. So wie man hier sieht, haben die Pferde also wirklich hier ihr neues Einstreu gefunden, so kommt es einem vor. Also wir haben im Stall fast überhaupt keine Knoddeln mehr, aber dafür eigentlich alle auf dem Paddock. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Auf alle Fälle haben wir natürlich jetzt auch schon eine gewisse Übung mit dem Abäppeln auf den Schnitzeln. Und es ist schon wahr, also es ist nicht ganz so einfach, weil doch einige Schnitzel logischerweise hängen bleiben. Aber ich denke trotz alledem nicht schlimmer wie im Stall mit dem Einstreu oder vielmehr, wenn man frisch eingestreut hat. Also auch wieder eine reine Übungssache, um das Ganze so effektiv wie möglich zu realisieren. Übrigens natürlich die Aussage, die man dann sehr oft gehört bzw. gelesen hat, ist das Verrotten der Schnitzel. Ganz klar, ich meine, dass sie wohl verrotten ist, logisch. Es ist halt wirklich nur die Frage, wie lange das Ganze dauert. Und das haben wir natürlich jetzt auch hier nur als Experiment. Das heißt, wir können erst darüber urteilen, wenn das Ganze dann mal so weit ist. Allerdings hat, wie gesagt, ein Kumpel von mir, das schon seit einem Jahr oder über einem Jahr eigentlich schon auf seinem Paddock gestreut und ist bisher immer noch relativ zufrieden. Ich kenne diese Aussage, dass der Schlamm hinterher noch viel schlimmer ist als zuvor. Allerdings ist es wohl doch davon abhängig, was für ein Boden darunter ist. Viele haben ja unser Schlammproblem hier etwas belächelt, weil es gibt natürlich immer schlimmere Dinge, ganz klar. Und wir haben hier zumindest ja mal ein Grundpaddock gehabt, also das heißt, es war mit Sand irgendwann mal aufgefüllt und auch wohl richtig befestigt. Und dadurch, denke ich, kann das Wasser immer noch relativ gut auch unter den Hackschnitzeln ablaufen. Und dadurch werden sie wohl hoffentlich
nicht allzu früh dann in Schlamm übergehen. Also im Endeffekt auch für uns ein großes Experiment, das wir aber gerne eingegangen sind. Und ich denke, dass wir schon, also für ein Jahr jetzt erstmal Ruhe haben. Das andere werden wir dann sehen, wie lange es dauert, bis der Platz dann wieder neu aufgefüllt werden müsste, beziehungsweise ausgebessert werden müsste, oder ob man wirklich alles irgendwann wieder komplett abtragen muss. Aber wie gesagt, das sehen wir als Experiment, aber sind bis jetzt auf jeden Fall total happy damit. Also unser erstes Resümee nach immerhin schon 4 oder 5 Tagen ist für uns erstmal sehr positiv. Hauptsächlich aus dem Grund, dass wir hier auf dem Platz jetzt wirklich auch was machen können, ohne dass wir im Schlamm versinken. Den Pferden, soweit wir das auf jeden Fall beurteilen können, gefällt es auch sehr gut. Sie sind also wieder wesentlich häufiger draußen als zuvor. Und deshalb fällt für uns das Ganze zunächst erstmal sehr positiv aus. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, irgendetwas noch besser oder noch toller zu machen, ganz klar. Hier bei uns muss man dazu sagen, wir haben hier nur ein gepachtetes Stück und ist auch demnächst mit Sicherheit Bauerwartungsland. Und ob man dann hier wirklich als Pächter so viel Geld in die Hand nimmt, um das Ganze richtig zu lösen, wage ich dann doch zu bezweifeln. Aus diesem Grund haben wir eben nach Alternativen gesucht und das Ganze mit den Holzhackschnitzeln überhaupt dann erst gemacht. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr hier unten einen Kommentar hinterlassen würdet, Anregungen oder was euch noch interessieren würde. Ihr könnt auch meinen Kanal hier oben oder auch hier unten abonnieren. So werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, wenn es was Neues von mir gibt. Ich wünsche euch eine schöne Pferdezeit. Bis dahin, ciao.